Moin Moin zusammen, in diesem Video erkläre ich dir anhand eines einfachen Beispiels, wie du die Produktivität mit Hilfe der Formel ganz einfach berechnest. Und am Ende gibt es eine Übungsaufgabe mit Lösung für dich. Zuallererst müssen wir mal verstanden haben, was ist denn überhaupt diese Produktivität? Naja, die Produktivität gibt Auskunft darüber, wie viel der jeweiligen Produktionsfaktoren von der Inputmenge benötigt wurden und dient im Endeffekt hauptsächlich zum Vergleichen. Was meine ich damit? Kommen wir gleich im Detail. Aber der Zielwert sollte immer sein, dass dieser Wert, der rauskommt, besser ist als ein anderer, des Konkurrenten oder eben deiner Produktivität des Vorjahres zum Beispiel. Was meine ich jetzt damit? Nein, die Formel lautet wie folgt. Die Produktivität errechne ich, indem ich deine Ausbringungsmenge, auch liebevoll immer Output im Englischen genannt, geteilt durch deine Einsatzmenge rechne. Input. Also merken, Output durch Input ist immer gleich die Produktivität. Egal um was es sich dreht, egal ob du irgendwas produzierst, ob du irgendetwas verkaufst, wie auch immer. Und dann in meinem Beispiel hier, sagen wir jetzt einfach, ich produziere irgendwelche Flaschen, 2500 Stück, und ich brauche dafür 4 Arbeiter. Dann rechne ich Output, rausbekommen habe ich 2500 Flaschen. Reingesteckt, Input, habe ich 4 Arbeiter. Das bedeutet, jetzt ist meine Arbeitsproduktivität in dem Beispiel hier, weil ich hier Arbeiter reingesteckt habe, darum nennt man das jetzt Arbeitsproduktivität. Das kannst du egal machen, wie du willst. Ich hätte es auch Produktivität allein nennen können. Aber es geht darum, das ist natürlich abhängig davon, von was du die Produktivität berechnest. Aber grundsätzlich, ne, du kannst von allen da draußen die Produktivität berechnen. Also 2500 geht halt durch 4, dadurch weiß ich, aha, ein Arbeiter schafft es, 250 Flaschen zu produzieren. Das heißt zum Beispiel in diesem Jahr. Also ist das nur so eine Art Faktor, der mir Auskunft darüber gibt, hey, wie viel kriege ich denn pro eingesetzter Menge an Menge heraus? Also in dem Beispiel hier wäre dann die Bedeutung, jeder Arbeiter schafft es, 625 Flaschen zu produzieren, zum Beispiel in diesem Jahr. Wenn das aber letztes Jahr so war, dass wir da 700 Flaschen pro Arbeiter geschafft haben, dann ist unsere Produktivität gefallen und wir müssen dringend was verbessern. Haben wir letztes Jahr 600 Flaschen pro Mitarbeiter produziert? Naja, dann haben wir sie jetzt verbessert und das ist eine geile Sache. Und hier ist jetzt die versprochene Übungsaufgabe für dich. Probier es doch mal selbstständig, halt das wieder an und ermittle mir in dem Beispiel hier die Werkstoffproduktivität. Achtung, die Lösung kommt jetzt. Weil es hier um den Werkstoff geht, Schmieröl, berechne ich die Werkstoffproduktivität. Also wie viel kriege ich denn, meine Einsatzmenge, 1 Liter Öl, wie viel kriege ich denn dafür an Flaschen heraus? Also 2500 geteilt durch 15 Liter Schmieröl bedeutet 166,67 Flaschen gerundet, kriege ich pro Liter Schmieröl heraus. Und müsste ich natürlich jetzt halt wissen, wie war es zum Beispiel letztes Jahr oder der Konkurrent. Der Konkurrent kriegt vielleicht aus 1 Liter Schmieröl 500 Flaschen heraus. Ja, dann müssen wir herausfinden, warum das so ist und müssen bei uns vielleicht ein paar Anpassungen machen, um Schmieröl sparen zu können.